Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir und Robin. Und damit das möglicherweise Finale. Ich bedanke mich bei dir fürs Team, Robin. Ja. Oh mein Gott, bist du ready? Nein. 3, 2, 3, 2, 1 und go! Hallo. Und herzlich willkommen. TPA Spieltag 11 der Season 2. Ja, wie du immer diese Art Spieltage weißt, ich hab die komplett vergessen. Den Spieltag kann ich mir nur merken. Ach so, ja. Das ist ja. Heute geht's nämlich gegen ein besonderes Team. Dazu kommen wir gleich. Also, dieser Spieltag ist in vielerlei Hinsicht besonders. Zum einen, wir haben immer noch unsere Chance auf den ersten Platz. Zum anderen können wir mit diesem Spieltag unseren safe Einzug in die Playoffs gewinnen. Und zum anderen ist es unser Gegnerteam diese Woche. Wir, die Bovet Union, mit unseren 12 Schatzi-Lines, wollen heute for real alles geben. Wir wollen alles geben. Ja, wirklich. Und das können wir nur mit 6 bestimmten Pokémon gegen ein Team, auf was ich mich schon gefreut habe, Fragezeichen. Es ist halt ekelhaft, AF gegen die zu spielen. Wir spielen gegen Robin und gegen Rudi. Wir spielen gegen die Nervensägen. Ja. Ich und Robin waren alte Teammates. Ich und Rudi sind Teammates in einer anderen Liga. Leute, ich spiele gegen zwei meiner Teammates, Ex-Teammates. Ja, mit einem neuen Teammate, mir. Ja, währenddessen TJ zum ersten Mal einen Win gegen Robin erreichen möchte. Was? Also, ja. Und es gibt Rudi, also der andere Teilnehmer von Nervensägen 2.0, möchte mich wahrscheinlich dann auch killen, weil ich letzte Season leicht durch Hex gegen ihn gewonnen habe. Double Pyro Ball Crit. Zwei Pyro Ball Crit. Double Pyro Ball Crit, habe ich gesagt. Ja, also. Firewall. Ja. Wir gehen erstmal durch den Team durch, würde ich sagen. Da Rudi gerade noch am Schach spielen ist. Oh, was? Schach? Ich will auch. Ich spiele gerade auch Schach. Wieso sagt mir das denn niemand? Dann wollen wir dir Schach. Es ist eine lange Geschichte, Leute. Mega Bisaflor. Der First Pick des ganzen Draft-Streams. Und eines der besten Monster-Liga. So, seien wir ehrlich. Das Ding tot zu kriegen, ist eine Klasse für sich. Ja. Wir kriegen das hin. I mean, wir sind Squirrel Union. Was erwartet ihr von uns? Ja. Aber das heißt nicht, dass nur weil wir es hinbekommen, es auch klappt. Die Buna, ich glaube, Platz 2 der Kill-Rangliste. Absolut insane offensiv. Es kommt eigentlich rein und cleart einen Kill. Meistens. Es ist halt der Revenger oder der Sweeper. Das Doof ist ja jetzt auch jetzt, da der DLC ja mit reingekommen ist, bei uns TBS Season 2, hat das Ding jetzt auf Triple Axel. Was ein bisschen mehr Damage macht als Icicle Crash. Ein bisschen mehr. Mit Rotom Wash haben wir halt ein Bulky Water Type, der Levitate besitzt. Bedeutet, der Elektro-Typ immunisiert Boden. Und die einzige Schwäche, die das Scheiß-Ding hat, ist was, TJ? Pflanze hier. Und Freeze-Dry. Also, Gefriertrockner. Wir haben Gurgeist und kein Gefriertrockner dabei. Das kommt davon, wenn man kein Ice-Type besitzt. Ja, die Wahl lag zwischen Pinsir und Kugel. Und ich glaube, diesen Spieltag sind wir froh, dass wir. Dazu kommen wir später, okay? Kobalium, absolutes Biest. Defensiv und offensiv ein Biest. Hypo, Sand ist ganz nice, es ist schön defensiv. Ja, und passt in diesen Story. Puffiness finde ich vielleicht sogar das beste, die beste Fee im B. Aber welche Feen gibt es denn? Es gibt nur noch Alcremie im C. Bundlebee. Bundlebee ist jetzt nicht diese. Aber du weißt, was ich meine. Ich finde Puffiness halt übel nice für das B hier. Wish Quamine darf man nicht. Kofagris ist halt gegen uns ein bisschen kacke, weil wir halt Fähigkeiten haben, die wir spielen wollen. Und wir dürfen das Ding nicht physisch angreifen, sonst sind unsere Fähigkeiten mal kurz weg. Bis wir wieder rauswechseln. Zatu ist eigentlich komplett ein Problem, wenn wir nichts damit dagegen mitnehmen. Weil gegen Zatu ist das Problem, das hat nicht viele Schwächen und das tankt halt recht viel. Also, wenn wir nichts dabei haben, was effektiv gegen Zatu ist, könnte das zu einem riesigen Problem werden.
Also es ist nicht, dass man sie sehr effektiv trifft, aber das Ding ist halt auch noch nicht ja. so lahm. Krusty kann halt mitkommen für ein Lead zusammen mit den Rocks und all. Blurbleck, deren fettes Viech im D-Tier, ist halt, das ist für uns sehr schwer, das Ding tot zu bekommen. Ja, weil das Ding ist halt, Blurbleck ist auch das einzige Pokémon, das Explosion Stab kann, also und mit Amigento natürlich, aber die Explosion mit Stab haut einfach so mega rein und dafür muss man auch aufpassen und deshalb vielleicht an Mod-Team hier, nächste Season vielleicht Blurbleck ein bisschen höher ranken, weil ich glaube, fürs D ist das schon echt strong, darauf muss man sich preppen. Für ein D-Tiermon ist das eigentlich echt, vielleicht sollte man das andere C-Tiermon, das Normal-Type-Mon, vielleicht ins D dafür packen, mit Bisbark. Ja. Bisbark ist kein D-Tier, aber ja. Bisbark ist halt... Ja. Es kam noch nicht mit. Es kann halt diese Woche mitkommen, aber I don't know, ob sie Bisbark over Schlubleck picken wollen. Ja. Und Totonator ist halt Robin's Tent mit Kack-Fire-Types, geht wieder weiter. Ja. Insgesamt sehen wir ein Strongest Team, ein Scary Team, welches wir zu schlagen haben. Ja, wie gesagt, Stoutland, also Bisbar kann ja Hand Rush, das heißt, wir müssen aufpassen, dass mit Sand nicht unbedingt das Ding ungefährlich ist. Es ist halt dann schneller als im Electric, weil es halt Wir kommen zu unseren Sets. Willst du anfangen? Gerne. Wir spielen mal wieder, also wir werden hier mal sagen, welches Set von wem ist, weil wir haben zwei Sets zusammen gemacht, eins habe ich gemacht, wir haben drei Sets zusammen gemacht, eins habe ich gemacht, zwei hast du gemacht. Ja, nee, warte, ich habe Gugas auch noch gemacht. Ja, Gugas haben wir noch zusammen, also okay, wir haben das zählt noch zusammen, weil wir da beide im Call waren. Egal, also Deckenlampe, wir machen einfach so, jeder macht seine eigenen Monster, die zusammen mischen wir so. Deckenlampe, also Skarmbar Maimon, die Idee war eigentlich so, ich hatte nach einer Möglichkeit gesucht, dass wir physisch defensiv sein können, aber dennoch ein Bisaflow 1v1 können und dafür ist der Taunt da, um halt die Synthese zu stoppen. Dass sie halt nicht mehr Synthese drücken können, weil dann reichen 2 bis 3 Brave Birds, beziehungsweise wir sind geforst raus zu switchen, weil sie halt sich nicht mehr hochheilen können. Da wir langsamer sind, macht es auch keinen Unterschied, wenn wir roosten, weil wir sind ja langsamer, dass Bisaflow uns da nicht mit Erdkraft oder Earthquake angreifen kann. So, Celeste ist ein Mon von uns beiden. Wir haben gesagt, wir spielen Subtoxic. Ich will lecken. Diesmal aber nicht Protect, da DJ meinte halt, Endeavor ist für ihn hier besser, da wir einfach, wenn wir zum Beispiel dreimal Sub drücken hintereinander, weil wir halt den Toxic Damage wollen, irgendwann einfach Endeavor drücken, das Mon ist dann auf einmal auf 25%, wenn sie halt rauswechseln, das nächste Mon, und es ist halt ein Problem, ne, für die. Ja, weil wenn wir Toxic und danach subben, ist es sehr offensichtlich, dass wir dann Protect spielen und dann nutzen die das vielleicht aus, gehen auf keine Ahnung was. Und deshalb ist es auch, Toxic brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber es könnte halt da sein für die Gegner. Also sie müssen aufpassen, dass Subtoxic Protect sie nicht wollt, aber mit Endeavor können wir dann nochmal am Ende nice einen Chip auf so einen Bisaflow oder so aufböllern. Dann mache ich das. Ich mache einfach das dritte Mon auch nochmal schnell, du darfst die letzten drei sagen. Wir haben Gurgas wieder dabei, wir haben Gourmet. Lecker, lecker. Mit Synthese, Willow, Poltergeist und Power Whip. Frisk und das Careful Nature. Wir spielen ein komplett Schwätzdev. Weil wir erstens ein bisschen mehr was von dem Fagress tanken wollen. Dazu insgesamt Zartu. Insgesamt Zartu, Bisaflor, alles so ein bisschen willowen können, gegenheilen können oder irgendwas machen wollen. Wir wollen halt speziell defensiv halt mit dem Ding diesmal sein, weil es trotzdem austeilt. Ja, weil AV war auch noch eine Idee, aber... Dafür wollten wir Synthese, Willow ist halt besser. Ja, genau. Ja. Okay, typisches Magic wieder mal. Mit Toxic. Mit Toxic wieder mal, weil die Sache ist halt, ihren Switchen ist entweder Bisaflor, was ich nicht glaube, weil wir Vote switchen können. Deshalb glaube ich, dass Hippo ihr Switchen ist. Und darauf ist ein Toxic halt einfach nice, weil mit den restlichen Monstern arbeitet dieses Toxic auf Hippo halt gut zusammen. Ansonsten noch Volt Switch und Thunderbolt, damit wir einfach durchbraten können durch dieses Team. Vor allem Zartu und Snibunna outspeeden wir halt mit diesem Magnetic. Und Flamethrower ist auch noch für Snibunna und Kobalium und so. Und mit Toxic können wir halt dann drücken gegen zum Beispiel Hippo und alles. Ja, und ich will noch Modest erklären. Modest ist halt dafür da,
dass wir mit Flamethrower safe ein offensives Kobalium killen und Snibuna, weil Snibuna hat keinen schlechten Spätstef, aber wir gehen ein Gamble ein. Wir gehen halt ein Gamble ein, das wollte ich gerade erklären. Wir sind auf ein Snibuna gespeedcreept, was das auf ein Amphira gespeedcreept ist. Das heißt, es könnte sein, dass wir langsamer sind, einen Hit tanken müssen und das dann mit dem Flamethrower rausnehmen. Es ist ein kleiner Gamble, aber es könnte ein Game entscheidender sein, tatsächlich noch. Wir gehen zu Pixie, weil... Wir wollen Sanic zuletzt. Achso, ja. Okay, Pixie hat Magic Guard, weil es gibt keine bessere Fähigkeit gegen ein Stall-Team als Magic Guard. Wir kriegen keinen Schaden von Toxic, Egesam, Willows, Tarnstein, Stachler, Giftspitzen, also alles. Warte mal, Giftspitzen haben wir das wieder. Giftspitzen kann Koffer Grievous. Ach, cool, okay. Wir taunten einfach das Ding. Ja. auf jeden Fall. Pixie ist unser craziest Set bisher, denke ich mal, was wir jemals mitgenommen haben. Mit Miltank. Also, Benny, aufgepasst. Ja. Und zwar spielen wir Fistef gegen dieses Team. Echt nice, weil speziell killt uns halt sehr wenig. Und für die speziellen Angreifer, die decken Damage machen, keine Ahnung, irgendwelche Setup-Mons, haben wir Amnesie dabei. Also, Spitzef plus 2. Und dazu haben wir, glaube ich, das Item noch kurz geändert gehabt bei dir, ne? Genau, und das ist die Keyberry, das heißt, wenn wir uns... Wir haben die Keyberry reingenommen, für einfach für Snibuna, für Kobalium, dass wir im Notfall uns gegen heilen können und dann mit Stall Power hochkommen können. Gegen Triple Axel. Beziehungsweise wir können auch im First Turn Konter drücken, damit aktiviert sich die Keyberry, wir kriegen ungefähr Half-Life und der nächste physische Angriff macht dann halt umso weniger, wir können uns hochheilen vielleicht. Ja. Und das Ding könnte tatsächlich... mit Setup ein bisschen viel machen. Ja, also wenn Kobalium zum Beispiel und Snibuna weg sind und Kobalium geht eigentlich auch durch einen Konter weg, weil das killt uns nicht immer auf plus 2 Stealth. Wenn die beiden weg sind, Snibuna und Kobalium, dann wollen wir das restliche Team eben wegen diesem Magic Guard, weil Bisaflor uns, wenn wir einmal plus 4 und plus 6 sind mit Amnesie, dann macht Bisaflor uns halt kein Damage, weil sie sind die offensiv spielen dürfen eigentlich. Okay, und einfach haben wir noch Softball für den Heal. Und Stall Power, weil wir uns halt gegen setupen wollen und dann. Ja. Wir hätten auch Call Mind und Moonblast spielen können, aber ich fand Stall Power halt besser. Ja. So, dann unser Shiny, unser Sanic. Ja, das darfst du machen. Ehre. Kurze Erklärung: Wir spielen Moldbreaker, wir brauchen das für, damit wir einfach noch ein Mon haben, was Dings angreifen kann, Rotom. Dazu spielen wir eine Salakbeere aus dem Grund, dass wir tatsächlich auf Pinsium zu einer hohen Wahrscheinlichkeit gegen alles eigentlich nicht leben. Normal, ne? Vielleicht das Einzige ist vielleicht ein Heatcrash von Totonator, weil der ein bisschen wehtut. Aber da wollen wir nicht drin sein. In dem Fall wollen wir halt immer Sword Dance drücken, damit der Salakbeere hoch auf plus 1 kommen, um dann alles hops zu nehmen. Weil wir haben, wir können alles gut angreifen. Außer vielleicht ein Vino. Das ist aber eine andere Sache. Ja, aber Vino two-hitten wir eigentlich. Ja. Also die müssten sich schon gegen Heilen mit Synthese aktiv. Das heißt, sie können einmal Toxiken und dann Synthesen. Ja. Ja, ansonsten Knockoff einfach noch für dieses Koffer Grievous. Und ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt gleich im Kampf. Willkommen zurück. Wir haben absolut die predicted also eine Sache ist kacke für uns okay oder gut eigentlich Rotom ist nicht dabei so ja Rotom ist nicht dabei das heißt wie ich gesagt habe Bisaflor Weavile und Hypo sind dabei ich habe schon vermutet dass Kofagris dabei sein wird weil das insane gegen uns aussieht Cobalion probably setup und Zatu ist halt so ein Pick den ich die ganze Zeit ein bisschen gesehen habe. Hier, du hast ihn Robinson genannt. Oh, du Fick. Ganz ruhig. Robinson. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Was der beste Lied ist. Was ist denn ein guter Lied? Also, für die Hippo. Scarf Kobalium Lied sehe ich und ansonsten den Hippo Lied. In beiden Fällen würde ich sagen Gurgeist oder nicht? Scarm. Scarm? Gurgeist und einfach Willow drücken. Oder erst den umbringen. Aber, Garm können wir verhindern, dass die Rocks legen. Ja, tu. Ja, aber bei du hast recht, wenn sie aber mit Kobalium liegen, können sie Vote switchen. Aber nee, dann können sie nicht Vote switchen, weil wir mit Electric haben. Ja, true.
Also obwohl, ich würde einfach... Ich würd, okay, komm. Weil der Skarmlied covert Hippo, das ist Nibulia. Koffe Grieges ein bisschen. Und, Dingens. Komm, aber ich bin ehrlich, eigentlich Google sehe ich so viel mehr. Weil wenn... Egal was drin ist, wir überlebenden Hirten können Willow drücken oder nicht. Das tut bei einem Kobalion und einem Hippo übel weh. Ja. Und aber wenn, obwohl, wenn obwohl nee, die könnten auch einfach mit Bisaflor leaden. Ich will ein Skarm besser. In jedem Fall. Ja, okay. Weil, dann lassen wir Skarm leaden. Ja. Reiner. Warte, ich habe nochmal gecancelt, sie überlegen. Das ja, heißt, drück sie trotzdem. Haben drück trotzdem. Das heißt aber, sie haben vielleicht kein Sash Snibuna. Echt, die Wunder wäre krank, wenn sie das dabei haben. Und krank dumm, weil umsonst. Ja, weil sie haben einfach Sandsturm. Ja, aber... Ja, ich find's gut, dass sie nichts Unerwartetes mit gemacht haben, wie den Hund oder so. Ja, ja. Den. Es war Hund. Halt... Oh Gott. Ja. Fucking Bianca als Bild, fick dich, Rudi. Bianca als Bild. Wir haben wieder unseren... Stimmt. Neuen... Ja, warte. Oh mein Gott, warte, was passiert, wenn sie mit Koff Grieges? Bei Koff müssen wir basically. Wie viel macht ein Brave Bird? Wenig, wenn das für Steph ist. Aber ich glaube, wir müssen einmal taunten. Passt schon, oder? Weil der Koff Grieges sieht halt auch super insane aus. Ich überlege auch gerade mit meinem Necktrick zu leaden einfach. Weil der covert halt 1, 2, 3, 4 Mal. Aber. Nee, aber nicht ein Hippo-Lied und deswegen finde ich Deckenlampe besser. Okay, Deckenlampe ist er. Okay, ich lasse einfach mal bei Deckenlampe. Wenn sie in Koff gehen, müssen wir gucken, weil da kann auch Nasty Plot und so ein Scheiß. Ja, dann lass einfach gegen Koff, müssten wir eigentlich Taunt drücken. Wenn wir dann aber schon mal auf plus 2 sind, haben wir ein Problem. Weil das Ding ist probably. Nee, wir sind zu 100% schneller. Ja, ich guck mal kurz, ich karte mal kurz. Offensiv. Weil Koffhagris dürfte uns nur 30% mit einem Shadow Ball machen. Ja, aber was nee, es ist ein defensives. Kalk mal bitte mit einem offensiven, wie das uns macht. Mit Garm. Also, die werden dann Full HP spielen. Sie so ein Trick Room Scheißset sein. Du meinst, Brave Bird den Schaden oder Shadow Ball den Schaden? Warte, die haben geleadet. Es kommt Xatu rein. Okay, Xatu, scheiße. Das. Oh mein Gott. Dann sind sie First Turn. Also wir können nicht. Big Room Fragezeichen. Wie bitte? Big Room Fragezeichen. Trick Room. Xatu kann kein Trick Room. Kann es nicht. Aber Xatu kann. Screens. Screens, Pass. Wollen wir Taunt drücken erstmal? Trotzdem? Nein, die haben Magic Bounce. Der Taunt wird auf uns zurückreflektiert. Oh Gott. Das heißt direkt in Robin eigentlich. Ja. Oder? Ja. Müssen wir eigentlich. Was sollten die drücken? Oh, warte. CM-Pass wäre halt grad. Auf Koffe Grieges wäre das halt. Nee, oder halt auf Vino. Ja, auf Vino. Wollen wir halt auf. Aber, wollen wir einfach auf. Aber Vino, nee, auf Vino wäre gar nicht so schlimm, weil wir können Vino toxen. Wollen wir auf. Oder wir gehen jetzt halt hier in Celestial. Wir können direkt in Celestial, aber das ist halt ein Psychic-Mon. Ja, ich komme okay. Mal für. Also, Xatu. Xatu Pokiwiki. Ich guck mal kurz, ob Xatu irgendeinen offensiven geilen Move kann, weil die beiden Moves, Psychic und Heatwave. Luftschnitt. Der Heatwave. Ja. Das macht uns 50%. Okay. Ja. Aber Heatwave ist das einzige. Ansonsten kann er Trickbetrug, Kraftvorrat, Lichtschild Reflektor. Was kann er für Setup? Mit Psychic macht er 50% auf Menektik. Ich weiß nicht, ob das so geil ist für uns. Der kann auch Bizarro Raum, okay. Also er kann tatsächlich Bizarro Raum, das dachte ich jetzt nicht. Deswegen, keine Ahnung. Maybe Gurgeist? Hat kein. Ich habe halt Angst, dass sie so Trick Room und dann Vino Shit machen wollen oder so. Gedankengut heißt es doch, oder? Ja. Okay, ich muss ja kurz nachgucken. Ich gucke. Was wir halt auch machen könnten, wäre jetzt hier auf Sanic rausgehen. Weil die werden hier nicht angreifen, sage ich. Und wenn können, müssten sie danach. Warte kurz. Guck mal kurz pins hier. Sie müssten halt hier mit. Wenn sie jetzt hier mit Heatwave allen angreifen. Salakbeere triggert auf wie viel Prozent?
Fuck, ey. Ich weiß halt nicht. Bin ich da? Ja. Okay, gut, ich bin gerade abgestürzt. Wie so ein Vogel. Wie unser Skam gleich wahrscheinlich. Okay, ich bin wieder drin. Also, ich würde eigentlich einfach auf Robin rausgehen. Oder nicht? Okay. Ja, komm. Ja, eigentlich schon. Lass, oder? Ja, komm. Mach. Teleport. Okay, geil. Okay, okay, das ist sehr das geil. Das ist richtig gut. Okay, ich dachte jetzt schon, dass irgendwelche Kack-Setup kommt, aber Teleport, ja, bester Move. Aber wir hätten nicht Rocks können, wir hätten... Oh, jetzt hätten wir Torten können, fuck. Nein. Magic bei uns immer noch. Teleport hat minus Priorität, das heißt, wir werden zuerst getauntet. Also, ja, die haben Teleport hätten, dabei. Ja, probably sogar, vielleicht. Ja, ich sag sogar, das ist die beste Situation. Wirklich. Ja. Weil, die Sache ist die. Sie müssen jetzt eigentlich in Vino oder in Hippo gehen. Oder? Oder nicht? Weil Koffer Grievous macht doch uns. Also, wir machen Koffer Grievous doch schon dicken Damage, wenn das Fistiff ist. Wenn es dann macht später Pinsies, off. Also. Wir können halt, also wenn Hippo reinkommt, das Ding tötet uns ja wahrscheinlich. Ja, nein, nicht. Also wenn wir megan und dann toxiken, weil dann kriegen sie einen, erstens einen Bedroher. Und dann kriegen sie einen Toxic rein, dann überleben wir einen Hit und können danach auswechseln. Ich glaube, wenn Hippo kommt, würde ich sogar toxiken, weil ich glaube, sie legen die Rocks. Okay. Vino. Vino. Okay. Wir drücken normalen Volt Switch. Jo. Auf was gehen wir dann? Und Scam. Okay. Oder? Ja. Oder ja, ja, da, doch, 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 Scam. Lass es, sie drücken jetzt Sonnentag und sind ein offensives Vino und bleiben nicht und bleiben in der normalen Form. Nee, nee. Und spam dann Meteorologe. Nee. Das nicht schon also, wieder. Wenn dann Props an die. Ja. Also ich würde hier Wort sitzen. Ja, Sam. Sie überlegen jetzt gerade, was sie tun. Okay, sie sind mega direkt, das heißt, sie sind kein. 14% ist gut schon mal. Scam. Ja. Nein, jetzt kalken. Was sind die für ein Set? Wie defensiv sind die? Das war schon ein bisschen viel, ne? Inesor Mega. Ja, ja, vor allem wir sind normales Scam. Ich guck mal kurz. Volt Switch macht maximal 14,2%. Das könnte passen von einem Full Fist Dev. Okay. Ja, das passt zu einem Full Fist Dev. Oder halt Full HP zumindest. Ja. Und damit halt, wenn sie Full Fist Dev sind, ist halt. Ach, Scam ist halt dann so eine Sache, ne? Mhm. Weil, obwohl, doch, hier killen zwei Brave Birds, maybe. So einer. Okay, na, das wird knapp, aber. Die können halt nichts gegen uns machen. Wir können halt einfach taunten erstmal. Na, drücken die jetzt Leech Seed. Wir gehen in Gourmet. Ja, wäre auch eine Idee. Warum sollten wir. Aber was macht Gurgeist gegen ihn? Gurgeist macht halt nichts. Das war ja nur ein Witz. Wir hätten aber auch jetzt hier raus auf. Blätze? Naja, ich wollte gerade sagen. Obwohl, probably haben sie Earth Power. Ja, ich könnte mir vorstellen, erstmal auf Scam, weil was drücken sie gegen uns? Seriously? Die Egelsamen würde ich nehmen. Die haben gerade gedacht, dass sie voll Fistef sind. Hm. Okay, ich würde eigentlich in Scam, weil selbst wenn jetzt die Egelsamen kommen. Ja, komm, Scam. Selbst wenn jetzt die Egelsamen kommen. Sleep Powder. Okay. Sag, wir stornen jetzt hier einen Sleep Turn aus. Ja, okay, wir drücken jetzt hier einfach Taunt. Oder? Ja, die Sache ist die, was wollen sie? Wieso Sleep Powder? Drück jetzt einfach Taunt, Alter, Bro. Naja, weil also dann haben sie wahrscheinlich. Das ist sehr weird. Wir können Scam immer noch als Sleep Powder benutzen, aber ich glaube, wir drücken einmal Bravehead oder Taunt. Taunt. Ja, ja, wenn wir irgendwann mal aufwachen. Direkt aufwachen. Ja, direkt aufwachen, easy.
Wir haben Frühwecker als Fähigkeit. Los, mach. Betont. Ja, ja, hab ich schon. Aber sie überlegen noch. Was lohnt dir sich jetzt für sie? Vielleicht dabbeln wir auch raus in Manectric. Weil, was kann ein Setup von ihnen? Weavile, Manectric. Cobalion, Manectric. Xatu, Manectric. Und Cofagrigus, Manectric. Ich würde gerade auch den Double of Manectric fühlen, weil die gehen doch jetzt nicht in Hippo, um die Sleep Turns auszunutzen. Oder sie versucht jetzt hier einfach anzugreifen, weil wir sie vermuten. Also ich würde hier einfach Torn drücken, ein Turn. Wirklich? Ja, weil. Ja, na gut, ich glaube, die gehen ja. Das wollte Koffer ich kommt nicht raus. Können wir jetzt nochmal Torn? Ja. Oder. Nee, warte, sie drücken jetzt noch den offensiven Move. Aber macht das so viel? Nein. Also wenn sie defensiv sind, 39%, da können wir uns gegen heilen. So, ich habe jetzt ein Nasty Plot Set, da machen sie 50% mit Shadow Ball. Das Ding, Kofagris kann doch nicht irgendwas Gutes gegen uns, oder? Ja. Lass mich noch kurz gucken. Kofagris kann... Die Sache ist, die können jetzt Trick Room oder Nasty, und ich glaube... Die könnten auch Willow drücken. Ja, aber dass sie drücken gegen ein schlafendes Viech Willow, dann kriegen die doch, dann wären die doch jetzt nicht in das Ding rausgegangen. Ja, wir drücken Taunt, hoffen, dass wir aufwachen, weil wenn sie dann Nasty plotten, dann gehen wir danach. Ja, drück einfach Taunt nochmal. Ja. Okay, wir sind Sleep, CM, taunten, sofort taunten wieder, sofort taunten. Einfach nochmal taunten. Die wasten jetzt einen Turn damit. Alles gut. Weißt du, warum es gut ist? Ja, bin wieder disconnected, ja. Das ist eigentlich recht gut, dass die CM haben, weil Urgeist macht jetzt okay was, Sanic macht jetzt mehr. Ja. Also drück jetzt einfach wieder Taunt. Ja, warte, wir müssen ja laden. Wir müssen ja aufwachen. Ja, siehst du, Taunt. Was drücken sie? Hex. Wow. Das war ja viel. Lass mal raus auf, lass mal, oder... Jetzt nicht einfach. Ne, Brave Bird können wir nicht drücken, sonst sind wir tot. Wir gehen ja, hier raus auf Sanic, oder nicht? Wer meldet gerade? Die können ja nichts anderes drücken, die können ja nichts anderes außer Hex drücken gerade, ne? Und Pinsir plus 1 Hex. Oder. Wir haben Hex ja gedrückt, ne? Ja, Hex. Es ist nur schade, dass wir nicht aufgewacht sind. Hex, warte mal, wenn sie jetzt. Auch Shadow Ball killt uns nicht auf plus 1. Und wir können dann halt unser Set durchziehen, ne? Welches Set? Von Pinsir, wir können jetzt einfach in Pinsir raus. Pinsir? Ja. Was? Ja. Okay, warte mal. Warte, komm mal. Pinsir geht doch einfach hier mit einem. Ah, nee, mit einem Knockoff geht es nicht. Nee, die sind full fist death. Plus Kormann. Man spielt doch. Man spielt das so. Man spielt Kormann, weil man damit seine Speed Death boostet und man braucht kein offensives Investment, weil man ja den Kormann hat. Ich hab gesagt von der Double Offs, Manectric wär's gewesen, aber naja. Was machen wir dann hier? Naja, was haben sie jetzt für Moves? Wenn sie Hex haben, haben sie Willow. Das heißt, sie drücken jetzt Willow. Wir könnten lustigerweise in Celestial gehen. Ja, das wäre sogar eine Idee. Weil was machen sie hier? Jetzt auf plus 1. Das war ein Witz. Weiß, okay, Ja, es ist. Dieses Ding macht jetzt gerade Probleme. Ja. Wir könnten halt. Wie lang geht der Taunt? 3 Runden. Wir müssen. Also wir können halt jetzt nicht nochmal CM drücken, das ist halt klar. Ja. Jetzt noch 2 Runden. Und sie können sich auch nicht hochhalten mit Rest oder sowas. Ja. Für 2 Runden. Das heißt, wir müssen hier eigentlich raus für die. Wir müssen die Chance nutzen. Wir gehen jetzt hier in Pixie, danach drücken wir Amnesie. Ja. Ja, 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 mach das. Wir gewinnen das so und wir wollen, ja. Oder nicht? Ja. Nee, gewinnen wir nicht. Doch. Nein. Nee. Ja. Doch gewinnen wir, weil sie haben keinen Heal-Move, aber wir schon. Ja. Außer Rest halt. Und dann schlafen sie 2 Runden und dann machen wir... Dann hätten sie nur Hex, dann hätten sie gefühlt nur Hex dabei und irgendwas anderes. Und ich glaube, sie drücken jetzt auch Willow. Weil wieso sollten die das nicht tun? Wir können auch hier Skarm abwerfen. Und übrigens auf plus 6 machen wir nicht so viel Damage trotzdem, ne? Vergiss es nicht. Skarm abwerfen ist hier keine Option. Nein, das ist ein Witz. Ja, wir gehen hier eigentlich in Pixie oder nicht? Ja. Oder in. Ne, nicht in Manectric und drücken Toxic. Ne. Manectric, Cofagrigus auf plus 1, tutet uns mit Shadow Ball und Hex. Das Ding ist halt, Star Power macht ja noch weniger.
Ja. Ja, wie kriegen wir das Ding tot ohne Toxic? Wir könnten halt jetzt hier wirklich aus der Celeste rausgehen, weil die könnten jetzt nur Hex oder Shadow Ball drücken. Dann würden wir aber das Celeste taken damit. Nee. Urgeist wäre jetzt eine Option tatsächlich. Weil Urgeist kriegt nicht so. Die können nicht Willown, die sind taunted. Ach so, ja, stimmt. Urgeist einfach. Warte, wir sind Spidef. Ja. Sind wir. Mach Urgeist. Come on. Wir haben nichts zu verlieren. Wir sind Kaseberry. Wir können zwei Hits rauskriegen. Das könnte reichen. Wir können herausfinden, ob sie ein Item haben, deswegen. Urgeist, komm. Ja. Disconnect City wieder am Start. Soll ich Urgeist drücken? Drück Urgeist und sag mir, was passiert. Nichts. Sie überlegen. Okay. Nee, es passiert was. Die haben Chesterberry. Die reden raus. Geil. In was? Xatu. Xatu? Oh, das ist sogar geil. Das ist echt nice. Jetzt bekommen wir den Free Poltergeist aus. Was? Wieso gehen sie hier raus? Aber das könnte doch auch einfach eine Dings-Attacke haben. Ne, was? You know, Flying-Type? Ja, aber wir sind full Spidef. Ja, stimmt eigentlich. Also, ich sage Xatu, gerade... Okay, dass sie rausgegangen sind, rettet uns gerade den Arsch. Lass einfach hier dann auf Poltergeist gehen, oder? Ja, warte mal. In was gehen die jetzt eigentlich? Nicht ins Nibuna, oder? Nee. Drücken jetzt. Also selbst wenn die Specs Xatu sind. Warte. Xatu. Ich würde halt den Trade nehmen. Die machen mit Heatwave 30 bis 36. Ich weiß. Das ist aber defensiv, physisch defensiv. Max, selbst Full Spitz Attack, also die killen niemand. Ja, okay, dann also, drück Poltergeist. Ja, Poltergeist macht aber. Also wenn sie offensiv sind. Wenn sie offensiv sind, dann killt Poltergeist. Okay, komm. Also rein da. Okay, sie überlegen. Was gehen sie jetzt? Der Taunt war der Play, Alter. Ich hätte die drin bleiben müssen. Ich bin gerade so froh, weil ohne den Taunt hätten wir jetzt richtig verkackt. Mhm. Weil hätten sie sich und. Also. Bitte, ich schreibe jetzt meine Bucketlist. Nummer 1: Ziel. Wir müssen Koffer Glückes toxen. Ja, irgendwie. Also, sie sind Rest. Das heißt, sie haben Core Mind, Hex, Rest und Willow wahrscheinlich. Mhm. Das wird schwierig, gegen das Ding zu spielen. Aber ich glaube, mit Pinsir. Plus 2. Pinsir plus 2 sollte trotzdem. Warum haben wir eigentlich nicht den. Warum sind. Aber wir können ja in den Koffer nicht rein. Wir brauchen Pinsir. Nee, plus ich sage vorhin, der Double wäre gewesen. Der Double auf dem Electric. Weil dann hätten wir einfach in Koffer Grievous. Wenn sie uns jetzt Whirlwinden raus, könnten wir Glück haben. Wenn sie jetzt teleporten, vielleicht. Ja. Dann kriegen also sie trotzdem den Damage. Ja, und wenn sie offensiv sind, killen wir. Ja. Und selbst wenn sie zweimal erst slashen und einmal flinchen, das killt nicht und wir können uns Gegner heilen. Okay. Wie gesagt, Setup wäre gerade geil, wenn sie offensive Setup sind oder so. Also, du hast gedrückt, ne? Ja, Poltergeist. Das wäre natürlich sehr nice, wenn sie jetzt offensiv sind. Aber. Das war ein guter Double. Also, das war ein guter Switch von uns. Ja. Also, war auch die einzige Option. No shit. Hier ist Chesterberry. Fuck. Weißt du, was das Problem an Chesterberry ist? Welche Beere ist das? Das ist die Rest-Beere. Ah. Die haben Rest dabei. Die haben also Rest dabei. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Das Problem dabei ist, dass Poltergeist nicht funktioniert, nachdem sie einmal gerestet haben. Fuck. Das heißt, wir müssen dann auf Knock-Off plus 2 vertrauen. Das Ding muss sterben. Sonst könnten wir komplett dagegen verlieren. Toxic funktioniert auch nicht dagegen, wegen Rest. Ja, ich guck kurz Pinsir auf plus 6. Pinsir auf plus 6, Koffer Grievous.
Ich hasse dieses Ding. Okay, auf plus 6 killen wir mit Knockoff. Auf plus 4 killen wir mit Knockoff. Warum ist Robins WLAN so blöd? Es liegt einfach an mir. Okay. Gehen wir auf plus 2 mit Knockoff? Nein, aber auf plus 4 safe. Also auf plus 4 kriegen wir safe, auch bei Full für Steph. Auf plus 2 machen wir 78 bis 92. Ja, da können die auch einfach resten. Ist uns egal, wir gehen halt weiter drauf. Die dürfen halt nur nicht willown dann. Und wenn sie willown, sind sie trotzdem tot. Ja. Und vielleicht haben sie auch einen anderen Move dabei. Ich glaube, sie haben Buddy Press noch dabei für Miltank. Mhm. Weil das hätte man halt nichts gegen Miltank. Also ich hoffe, dass sie Buddy Press dabei haben. Das Set macht auch eigentlich nichts gegen Pixie. Nein. Oder sie haben halt Talk dabei, was ergibt. Da gibt aber keinen Sinn. Oder sie haben halt Willow dabei. Ja, sie gucken jetzt. Ich meine, wir könnten Weakness Policy Trick Room sein. So ist nicht. Dann wäre das gerade ziemlich eine geile Situation, wenn wir Weakness Policy Trick Room sind. Aber rausdoubeln ist niemals der Player, weil sie können einfach teleporten. Also ich sag, Poltergeist ist gerade der beste Move. Und egal was sie gehen, es kriegt Chip. Und vor allem bei Hippo finden wir das Item raus, ob sie Anti-Beere oder sowas sind. Der Chat ist einfach viel zu witzig gerade. Ja, ich bin leider viel zu aufgeregt, um das witzig zu finden. Ja. Bei Robin steht 14. Sag einfach, Robins buggt. Bei uns 13,4. ja, sie gucken gerade, ob wir Modest sind, wahrscheinlich. Machen nur 6,9. Hast du Timer angemacht? Nein, das. Nein, das habe ich nicht getan. Timer ist ja, glaube ich, in den Regeln verboten. Aber wenn Timer verboten ist, also wenn selbst wenn man einmal angemacht hat und dann Strike kriegt, dann kriegen sie zuerst den Strike, also easy. Come on, wieso überlegen sie denn so lange? Ich weiß, Robin fehlt, glaube ich, ne? Also mir gefällt gerade diese Situation, in der wir gerade sind. Aber mir gefällt dieses Koffer Grievous absolut nicht. Die Sache ist aber, wir sind schneller mit Gourmet als Koffer Grievous. Also wir kriegen noch einmal Chip auf das Ding. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal Volt switchen gegen Koffer Grievous und dann mit Poltergeist irgendwie Faxen machen. Das Game ist broken. 6-0, 6-0, 6-0, come on, come on. Wenn Robin drückt, dann haben wir schon gewonnen. Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Oh. Okay, bin nur gerade verwirrt, weil so lange nichts von der anderen Seite kam. Aber wenn Robin drücken muss, dann haben wir doch eigentlich schon gewonnen. Spaß. Eieiei. Zuschauer, geht's euch? Ja, habt ihr die einen schönen Vino. Tag? Vino! Poltergeist wirkt nicht. Oder doch, wegen Megastein, genau. Oh mein Gott, ich dachte, Poltergeist funktioniert nicht. Nochmal? Nein, die drücken jetzt hier immer Synthese. Oder? Ja. Ja. Nein, die. Ja, die, ja. Außerdem sind sie schneller. Aber wir dann hier einfach auf Dings raus? Skam. Skam. Ne. Wir haben, ja. Ich
weiß nicht, bleiben wir einmal drin und drücken Poltergeist, weil ja. ich Angst habe, dass ich auf Sleep Powder gehen. Ja, mach. Oder? Ja, doch, mach. Okay, Bisaflor ist gechippt, das finde ich geil. Mhm. Weil danach forsten wir sie zu Synthesen, wenn sie jetzt nicht Sleep Powdern. Crit. Ja, sie können nicht eigentlich auf eine Attacke gehen, weil wir immer einen Skarm können. Danach haben wir eine gute Situation. Aber Sleep Powder ist so eklig. Und wir sind speziell defensiv, by the way. Ja, also, eben. Wenn die angreifen, juckt nicht. Oder juckt es. Also, wenn sie jetzt keinen Toxic kriegen oder so. Und sie können nicht Toxiken. Wir haben Celestial und Skarm. Als beide als Switch-Ins. Deshalb sage ich, ist gerade Poltergeist unser Play. Der hat 31% gemacht, das heißt, wir killen mit dem Follow-up. Ja, das ist ein komplett spätzender Fino. Nee, warte, hä? Wie viel Damage haben wir gemacht? 31. Das ist komplett spätzender. Nee. Was? Das ist, oh mein Gott. Komplett Fist-Step, Rudi. Nee. Es ist ein. es ist tatsächlich Full HP Modest. Es ist Full HP Modest, Full Spats Attack. Glaube ich. Oder High Speed. Oder Speed. Oh mein Gott, du hast ja recht. Das war viel zu viel Damage. Die sind Full HP. Ja, diese Modest. Oh mein Gott, das ist gerade so geil. Tschüss. Was? Full HP. Nur Full HP. Ach du Kacke, das heißt, sie sind langsam. Und sie haben keine Def-Werte. Oh mein Gott. Best Case. Okay, sie überlegen gerade. Crit. Also, wir könnten halt. Nee. Der Crit Card hätte eine Chance zu killen. Das wäre halt so unverdient. Okay, Vino ist. Also, das Teambuilding ist komplett cursed. Vino ist gerade nicht das Problem, sondern Coffee Grievous. Das Problem ist, dass Endeavor ja nicht mal auf Coffee Grievous funktioniert. Ach ja, ich glaube, das. Schneidest du das eigentlich raus hier? Nee, wir lassen einfach alles uncut drin. Also schade, wollte gerade meine Mucke auf 1000 Volumen stellen und Party feiern hier. Sleep Powder, easy. Crit. Nochmal, einfach nochmal Poltergeist. Wirklich? Die drücken jetzt durch die Safe Synthese. Wir gehen raus auf. Was gehen wir dann hier raus? Pixie? Ziehen wir durch? Ja, sie drücken nicht nochmal Sleep Powder. Gehen wir auf Pixie? Ich würde aber gerne auf was Schnelleres gehen, was geht. Warte, wenn sie Full HP Modus sind, killt dann nicht Pinsir? Ja, Pinsir killt. Safe. Und du willst auf. Mit was? Willst du jetzt auf Pinsir gehen oder das Pinsir Set durchziehen? Ja, ich will jetzt auf Pinsir gehen. Und. Weil sie drücken jetzt nicht nochmal Sleep Powder, weil sonst sterben sie. Okay. Oder? Sie müssen jetzt Synthesen. Aber wenn sie kein Full Fist Def sind, wie viel macht Skarm dann? Mein Gott, Skarm macht einfach. Skarm tut die. Oh mein Gott. Warte. Ich habe, glaube ich, noch ein Play. Deckenlampe. Sie Synthesen. Wir roosten, sie Sleep Powdern. Wir haben einen Sleep Fodder. Wir doublen im Electric oder in Lucy. Oder? Ist Skarm nicht sogar auch ein Play? Aber warte, wenn sie Full HP Mordes sind und Sleep Powder haben, haben sie eine Synthese? Dann haben sie den Grass Move nicht. Ruf dich an. Finanzamt. Ja. Choked? Ich joke wieder. Wieso mache ich Witze? Wegen vorhin.
Okay, also hast du mir gerade zugehört? Ich habe wegen dem Scarm-Play. Mhm, nochmal. Also, Scarm. Sie können nicht Sleep-Powdern, sie müssen Synthesen. Ja. Wir können dann hier einfach raus. Ja. Wir können einfach dann hier auf Dings gehen und einmal Sword Dance drücken, das war's. Oder nicht? Ich überlege gerade, wenn wir jetzt auf Scarm gehen, die Synthesen, danach drücken sie Sleep Powder. Wir schlafen, weil wir langsamer sind. Dann haben wir einen Sleep Powder, wir doublen raus in Pinsir. Weil Pinsir stirbt nicht an Weaver, wenn es nicht banned ist. Und die anderen bringen es nur auf die Salkabeere. Die kriegen dann Sword Dance raus und dann... Also ich glaube, ich würde Scarm fühlen. Oder? Weil wenn sie Full Modest sind. Boah, Full Modest? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also. Die könnten aber auch Speed sein. Was? Ja, Speed oder. Die haben noch nicht einmal angegriffen, ne? Wir gehen jetzt hier einfach auf Sanic raus. Auf Sanic? Ah, oder nicht? Du hast gesagt, Pinsir. Nein, ich wollte eher Scarm als Liebfutter. Okay. Warum? Weil wenn sie angreifen, wäre das halt kacke. Oder wir drücken jetzt halt hier Poltergeist und checken ab, was sie machen. Weil dann können wir in dem Turn danach rausgehen. Weil sie können eigentlich nichts drücken. Ja, Poltergeist dann nochmal, komm. Wir drücken einmal nochmal Poltergeist. Na, obwohl dann synthesen sie sich hoch bis zum... Ja, nee. Weil wir machen ja nochmal 30%, das heißt, sie sind immer noch einmal unter Half-Life. Zwar sind sie dann Full-Life, aber die können dann wieder mit Sanic reinkommen, oder nicht? Ja, also drücken wir nochmal Poltergeist? Ja. Okay. Synthese kommt. Trifft. Okay, geil. Okay. Drücken sie jetzt hier nochmal Synthese. Müssen sie nicht machen. Wir brauchen aber noch die Poltergeist-TP. Ich würde dann Scarm gehen. Okay. Rein da. Weil ich hoffe, wenn sie jetzt... wenn sie einmal ein Sleep Powder missen wäre. Nice. Ah, ich sage, wir hätten direkt auf Scarm gehen können, weil die Synthese war wirklich obvious. Weil jetzt wäre das Ding auf 72. Mit Scarm. Ah. Gut. Ah, ich weiß gerade nicht, wie ich das finde, das alles. Sleep Powder finde ich gerade extrem nervig. Aber wenn sie jetzt auf die Sludge Wave oder sowas gehen, das wäre halt schmackhaft. Synthese kommt nochmal. Wir können jetzt hier einfach eigentlich taunten. Haben wir gesagt gehabt. Wir taunten. Doch, weil das Ding kann sich da nicht mehr hochheilen. Und kein Sleep Powder drücken. Na, ich würde aber, wenn wir schon irgendwas tun, dann drücken wir erstmal Roost. Nein, dann Sleep Powdern die uns. Ja, nee, warte doch mal. Wir sind langsamer. Nein, sind wir vielleicht nicht. Doch. Ah, oh, doch, sind wir. Ja. Drücken wir Roost. Als Minspeed. Also Roost, weil wir sind langsamer. Okay. Und wenn sie auswitchen, dann ist Roost besser. Okay, gut. Weil das ist unser Sleep-Fodder. Ja. Und sie müssen jetzt denken, vielleicht gehen wir auch in Dings. Obwohl, die wollen vielleicht dann in Cafagress wieder gehen, ne? Das wäre halt dann. Ja, deshalb dabeln wir danach raus, wenn sie Sleep-Fodern. Okay. Machen sie. Awake. Jetzt taunt. Man kann halt einen Steep Turn halt ausdauern, noch ein. Nehmen wir jetzt halt nochmal taunten, oder nicht? Ja, weil dann kann Cofagris sich nicht setupen, wenn wir halt jetzt aufwachen. Ja. Oder nicht? Ja. Die Frage ist, vielleicht gehen sie diesmal auch in ein anderes Mon. Ja, das ist dann auch getauntet. Ja, wenn sie jetzt nicht tauntet. Das Match ist viel zu schwer gerade wieder. Ja. Mit Double fühle ich gerade nicht, weil... Okay, danke. Yes! Danke. Okay, direkt Roost. Direkt Roost. Okay, das ist gerade wichtig. Also es ändert jetzt nicht an der Situation. Die Powder hat so viel PP fucking nochmal. Aber es ist halt gerade nice. Overall.
Weil ich kann das ja auf Packers gehen. Und dann sind halt immer noch auf Plus. Ich bin sogar auf der Range, gleich einmal gucken, ob wir Brave Bird drücken können. Ja, ich weiß nicht, wie wir auf dieses Ding Chip bekommen. Besonders, weil sie halt den Rest Chesterberry haben. Wir haben halt den Knockoff. Okay. X machen sie. Okay. Es hat uns also... Wie viel Leben hatten wir davor? 50, keine Ahnung. Wieder in Go-Geist? Yes, come on. Oder in Robin. Ich guck gerade. Wo soll uns Robin da helfen? Wo soll mir Nektik da jetzt helfen? Der macht nichts gegen Kopf. Der two-hitted. Was? Ja, die sind full Füße. Also, wenn sie kommen, der two-hitted nicht mit. Der two-hitted nicht mit. Also wenn sie gesplittet haben, dann two-hittet er nicht mit Thunderbolt. Hast du Mega? Ah ja, oh. Der two-hittet mit Thunderbolt. Ja. Dann lassen Robin raus. Thorn, wie viele Züge ist Thorn noch draußen? Noch einen. Ja. Aber dann bringt uns das nichts. Wollen wir dann noch. Warte. Ist es nicht viel safer, jetzt nochmal zu roosten, danach nochmal zu Thorn? Ja. Einen da. Ja. Oh ne, mein Nektar wäre gerade sehr geil gewesen. Okay, sie drücken jetzt Teleport, oder? Probably. Was tun wir dann? Pixie? Pixie oder Celeste? Weil was sollen die jetzt drücken? Was holen sie mit Pixie rein? Gegen Pixie holen sie wahrscheinlich Cobalion rein, oder nicht? Und dann halt endlich Cobalion reinforcen. Ja, aber weißt du was? Können wir nicht einfach drin bleiben? Du ein Brave Burden? Okay, komm. Mach. Die drücken Psychic. Oh, das war ein Crit. Meddard. Roost, oder? Ehrenlos. Komplett mehr dann. Okay. Nein. Teleport. Was haben sie predicted? Aber Xatu kann keinen Move. Aber wir können den Damage kalken. Du willst wirklich roosten? Übrigens, das ist ein. Wir können trotzdem auch mit Dings den Damage kalken. Psychic hat wie viel gemacht? Warte. 32er Crit. Ja, die sind. Was sind die für ein komisches Set? Bradford hat viel zu viel gemacht. Hardcore. Ja, die sind. Ich weiß, was full Bad Staff. Nein. Die sind Full HP, Full Speed. Könnte auch sein. Nein, in jedem Fall drücken wir jetzt hier Roost. Weil ohne den Crit macht es weniger Schaden. Ja, der Crit hat ja ehrlich. Weißt du, wieso der Crit gerade gemeldet hat? Weil jetzt ein Heatwave gehen kann. Ja, safe vor allem. Weil hätte Psychic nicht gecrittet, dann hätten wir danach noch einen Heatwave überlebt. Ja, und sie haben die Crit Max Roll bekommen, fast. Ja, es ist. Ist gerade sehr angriffig. Was? Wollen wir hier roosten? Sie müssen die Heatwave, sag ich. Wollen wir roosten auf Robus? Reicht jetzt auch einfach raus auf Pixie. Ja, ich hab nur Angst vor diesem Teleport. Glaubst du, sie drücken Heatwave jetzt hier? Schon eher Teleport, oder? Mit Roost, komm. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht. Wir Schere Stein Papier? Na. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Bin mir nicht sicher. Weil sie haben jetzt prediktet, dass wir ins Celeste gehen, weil wir den Heatwave predicten, deshalb haben sie gepsychic. Wir könnten jetzt halt. Was macht einem Heatwave nichts und einem. Wir können auch einfach in Gurgeist. Wir können jetzt auch einfach in Gurgeist. Das Ding killt das safe. Gurgeist killt das Ding einfach. Und wir tanken 2 Heatwaves mindestens. Stimmt. Komm, Gurgeist.
Heavy Duty, die Roosten. Sehr geil, sehr geil. Und das da wir gekalkt haben, dass sie, wir können die one-hitten. Es ist eine 18% Chance. Ja. Wir drücken jetzt hier zu 100% Poltergeist. Ja, da gehen sie wieder in Reno raus. Doublen wir raus einfach. In Deckenlampe. Nee, wir gehen hier auf den Poltergeist, weil sie drin bleiben oder drücken wollen. Weil, wenn wir jetzt hier einfach Heat Wave drücken, weil sie einen Fuck geben. Was dann? Naja, wir sind mindestens Full HP. Und da killt die Heat Wave auch nicht und Poltergeist killt sie. Was denn, die Shadow Ball dabei haben? Air Slash macht weniger als, naja. Na komm, mach. Ich würde einfach einmal Poltergeist drücken. Es ist halt safer, falls auch Fagris reinkommt, weil sie das mit dem Skarm predikten. Sie predikten Skarm, wenn wir. Weißt du, was ich meine? Wir können. Aber die Sache ist die. Sie können jetzt immer safe auf Vino gehen. Also wird jetzt hier auf Skarm. Sure. Schon eigentlich. Weil der andere Titel ist hier. Dann mach. Wirklich? Ich vertraue dir da jetzt, ja. Danke. Geh los wieder. Okay. Wir drücken wieder Ruth. Oder? Ja. Ich hoffe einfach, dass sie einmal einen Sleep Powder missen. Das wäre richtig sick. Weil sie können, komm mal, es ist 75% Chance, das musst du dir mal vorstellen. Und ich darf nicht mal dreimal Focus Blast treffen und sie haben jetzt schon zweimal Sleep Powder gedroppt. Dreimal sogar. Was? Ja. Sie haben dreimal Sleep Powder getroffen. Zweimal getroffen, einmal gegen Gurgeist. Achso, ja. Wo wir probably hätten rauswechseln sollen. Was? Wo wir hätten rauswechseln sollen. Ja, weil dann wären die nämlich jetzt. Na, nicht so. Also ich würde jetzt hier wieder Roost drücken. Immer, ja. Ja. Sie haben gesehen, dass wir das Matchup gewinnen auf lange Zeit. Okay. Datu. Was machen wir jetzt? Wollen wir taunten, damit die nicht teleporten können? Oder? Wie oft soll ich es noch sagen? Ah ja, stimmt. Gehen wir nicht einfach jetzt hier wieder. Gehen wir nicht hier einfach auf Brave Bird? Können wir machen, ja. Fühl nicht mehr. Mhm. Weil sie wissen jetzt, dass wir in Dings reingehen, in Gourmet. Ja. Oder? Ah, mir gefällt gar nicht, wie dieses Match verläuft. Same, besonders weil einfach Corbellion und Weaver noch gar nicht benutzt wurden. Es ist halt so ein bisschen PP gerade. Ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das gewinnen wir bei Brave Bird. Ja. Hat sehr viele PP. Ich würde jetzt einfach hier einmal Brave Bird drücken. Same. Psychic, sehr geil. Okay, jetzt sind wir in der Range. Diesmal sind wir. Warte kurz. Wir sind nicht in einer Dings Range. Wir können hier roosten. Roosten. Ja. Wir können hier. Oder nicht roosten. Oder husten. Wir könnten hier halt taunten. Sie haben Teleport, Psychic, Roost und. Warte, genau, lass einmal roosten, um zu gucken, was sie tun, okay? Ja, weil die können uns halt eigentlich nur mit. Wenn sie Spätzle-Tech Invest haben, dann killen sie uns aber, ne? Aber das passt wegen dem Damage vorher nicht, das passt nicht. Nee, die dürften uns nicht killen. Also ich drücke Roost. Jo. Die roosten. Wir roosten. Wollen wir hier wieder Brave drücken? Ja. Du hast jetzt kommt die Heatwave. Warte kurz, ganz kurz. Auf was hoffen sie? Wie viel Damage hat der Psychic gemacht? 22,2. Das war die absolute Max-Roll. Wir können uns nicht auf eine Range bringen. Nee. Wie viel Recall haben wir bekommen? Ich glaube, ich. Wir haben 74 gemacht, ne? Oder ja. 47. Ich glaube, ich weiß jetzt den Play, mit dem wir gerade Progress machen. Welchen? Mit Nectric. Wenn die Full KP sind, dann macht Heatwave gar nichts. Ah, die haben übrigens nur 240 in HP. Wieso? Weil die 47 Damage genommen haben von dem Brave Bird. Haben sie sogar davon mehr genommen? Bei mir passt das. Bei mir macht Brave Bird 43 bis 51. Ja. Hey, warte. Kackst du mit Bolt? Oh, ja. Kack mal mit Timid. Ja, ist gut.
Also willst du jetzt nicht auf mein Deck gehen? Ja. Okay, komm. Sie machen maximal mit Psychic 98%. Wieso macht das so viel? Nee, bei mir 98 mit Psychic? 58. Wir sind noch nicht gemegert. Ja. 58. Ach, 98 wäre viel zu viel. Wie nehmen wir das jetzt hier? Gehen wir jetzt nochmal an Gurgeist? Ich würde... Eigentlich ich nicht. Eigentlich hier safe immer ein Gurgeist, oder? Ja, aber die können... Sie... Ja. Aber ich sage jetzt, die gehen jetzt hier... Aber wenn wir jetzt hier... Wenn wir jetzt hier in... Oh, noch Pixie, aber Pixie bringt uns... Nee. Ich sage, wir gehen jetzt in Gurgeist. Ich sehe Gurgeist gar nicht. Ich sehe Gurgeist gar nicht. Wieso? Gerade, weil es wiederholt sich nur mit Mino und allem. Ja? Wir brauchen was Neues. Nee, aber ich würde noch einmal wiederholen. Okay, komm. Mach. Gurgeist? Okay, sie überlegen. Sie überlegen wahrscheinlich, ob sie jetzt direkt in Mino gehen sollen. Ich würde einfach noch einmal Brave Bird drücken. Das können wir halt machen. Okay, easy going. Wie gesagt. Wenn wir jetzt nicht uns Recall auf Tod machen, kriegen wir 2 Hits raus. Hm. Okay, wir haben übrigens, wir dürfen noch nicht Body pressen. Das ist sehr wichtig. Wir denken jetzt nämlich, wir haben Defog. Und das möchte ich auch, dass sie wieder das behalten. We don't need the fog. Ja, was? Krieg ich eigentlich Revive für jeden einzelnen Triple Axel Hit ein Recall von Rocky Ambit? Ja. Oh. Oh. Ja, dann spielen wir doch das. Also es wird ein sehr langer Kampf. Wir sind jetzt schon bei 21 Zügen. Und bei fast und über einer Stunde Rohaufnahme. Stimmt. Das wird heute noch intens. Ich habe gesagt, es ist kein Spiel für eine Live-Aufnahme. Naja. Niemand hat Lust, sich das 3 Stunden Story Battle anzugucken. Aber zur Zeit auch, als würden sie gewinnen. Aber wenn wir erstmal diese ganzen Keks da getoxikt haben. Oh, warte. Wir können immer noch Zato nicht toxiken, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen extrem aufpassen bei Celeste. Aber der kann uns auch nicht mit. Also, da ist Dings. Synchronize oder Magic Bounce egal, weil wir sind ein Toxic Bound. Oder glaubst du, unsere Korrosion funktioniert? Nee, oder? Weil Magic Bounce lässt Xatu die Attacke selbst einsetzen. Es kann halt sein, dass wir ihn toxiken und ihn uns dazu. Nein, Synchro funktioniert nicht. Nein. Also wenn. Ja, wenn wir wenn zum Beispiel Darmanitan nach Tara oder jetzt in diesem Beispiel Xatu Burn mit Willow, dann kriegt. Da steht regardless of their typing. Es ist also nur Typen, keine Fähigkeiten. Ja. Drücken jetzt hier Brave Bird. Ja. Mich würde es mal interessieren, was passiert, wenn man 2 Magic Bones Pokémon hat und dann Stealth Rock drückt? Bei wem liegen dann die Rocks? Junge, bitte damit einfach raus, ich will Progress. Oder Teleport wäre so saftig. Weil wir müssen bald echt Doubles ziehen mit Manectric und den Megan. So schnell wie geht. Also wirklich. Weil Fullspeed Xatu. Nein, sie bleiben drin. Das ist Teleport. Oh ja! Progress! Progress City! Progress! 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 Gar nichts von ihnen. Perfekt. Hä? Taunt. Oh. Noch. Taunt. Immer. Digga, immer. Was denn? Ich weiß, was sie jetzt versuchen. Was? Oh, diese dreckigen Schweine. Was denn? Sorry für den Ausdruck. Was denn? Wenn wir jetzt taunten, ja. Wir gehen jetzt mit Natu raus.
Sie haben sich diesen Play sehr lang überlegt. Wollen wir auf Gogeist? Nein, auf Manectric. Oder? Ich dachte jetzt auf Manectric, der macht mehr Druck. Vor allem aufs Xatu. Willst du auf Manectric gehen? Wollen wir es probieren? Komm, mach. Geht raus! Ja! 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 Okay, Mega Evolution oder nochmal? Die könnten jetzt. Eigentlich könnten wir jetzt einfach hier Mega Volt Switch drücken, oder nicht? Nee, Hippo, ich würde Mega Toxic. Ich würde Mega Toxic, weil. Sie haben ja Magic Bones, aber, das ist klar. Würden wir selber getoxic werden, was ist das? Ja, ja, aber sie bleiben doch jetzt nicht drin. Come on. Deswegen würde ich Volt Switch drücken. Weil wenn jetzt dann Hypo reinkommt, können wir es danach toxiken. Ist doch egal dann. Interessen wir einen EQ. Ja, ist doch egal. Oder wir gehen danach halt raus ins Skarm oder in fucking, keine Ahnung. Ja. Pixie oder Gurgeist. So, das ist halt nicht das Problem. Ich würde jetzt hier einfach safe Volt switchen, falls sie nicht auf Hypo gehen. Mega Volt Switch, Punkt. Jetzt. Nein, mega toxic, sorry. Kein Mega Volt Switch. Aber guck mal, wie obvious ist hier der Volt Switch. Nein, ist mir egal. Wir gehen jetzt auf Volt Switch. Nein, wir müssen. Hast du gerade gesehen, was passiert jetzt ist? Wir haben gerade durch Google Play. Jetzt. Das Momentum jetzt bekommen. Drückst du Volt Switch. Vertrau mir. Sie wissen, dass du hier toxen oder irgendwas anderes drücken willst. Oder warte mal kurz. Ich will nur was gucken kurz. Manectric gegen Xatu. Ja. Die sind nicht Bats, die sind nicht Bats, Steph, haben wir gesagt, ne? Ja, die sind nur Full HP. Eigentlich. Oder haben wir die mal Bats, Steph, angegriffen? Haben wir die mal überhaupt speziell angegriffen? Die könnten auch Spätzdev sein. Stimmt. Aber dann hätten sie keinen. Dann wären sie aber langsamer als Skarm. Sure? Okay. Ja. Die sind nur Minspeed mit Minuswesen. Mit Minuswesen, habe ich übersehen. Aha, Digga. Das ist jetzt schwierig. Ich würde halt hier einfach Volt Switch Safe drücken. Wirklich? Ja. Bist du dir absolut sicher? Wenn sie jetzt in Nimbo gehen, haben wir alles verloren, was sie aufgebaut haben. Ja, egal. Einfach normal World Switch. Wir brauchen, glaube ich, nicht mal dafür Mega. Ich drücke jetzt Toxic. Okay, mach. Die bleiben drin. Was? Ich sag, die bleiben drin. Mach. Wirklich, die bleiben jetzt drin. Die killen nicht mit irgendeinem Move. Wir machen aber auch verdammt viel. Übrigens dann Mega trotzdem. Dann, wenn du Toxic drückst, Mega. Ja. Warte mal. Oh, ich sehe gerade den Midground-Play. Nicht Megan und Toxiken. Weißt du wieso? Dann sind sie schneller, drücken Psychic, wir werden dazu noch getoxikt. Nein. Nein. Na gut. Mega Toxic. Ja. Rein da! Ja! Triff! Digga, es kann nicht wahr sein! Ey, come on! Ey, come on! Come on, was ist denn das? Das wäre gerade so wichtig gewesen. Ja, also wenn sie gewonnen haben, dann mit Hex. Also wenn der Player hat sowas von gemeldet. Sowas von. Was ist los? Noch minus 1 auf Hippo jetzt. Ja, ich weiß. Und sie hätten jetzt einen Toxic gefressen. Die haben keinen Sand dabei. Stimmt. Dann spielen sie Sash. Dann spielen sie Sash, Nibuna. Safe. Okay. Safe, dann spielen sie Sash, Nibuna. Wait a minute. Wenn hier einfach auf Skarm rausgehen oder auf Gurgeist. Können wir hier gewinnen? Wie? Dass der Toxic gerade nicht getroffen hat, mehr hat gerade hart. Oh. Willst du auf Pinsel gehen? Ja, sie sind minus 1. Willst du auf Pinsel gehen? Wir gehen jetzt in Pinsel, sie legen Rocks. Oder drücken EQ. Ja, true. Wieder beides nicht. Ja, wir kriegen am Plus 1 raus. Wir kriegen plus 2 raus. Ja, komm, mach. Ja, aber das bringt nichts, weil das Ding nicht getoxikt ist. Wir können es halt jetzt versuchen, nochmal zu toxiken.
Hippo down mit Manectric. Minus 1 kann halt immer noch killen, ne? Minus 1. Mhm. Nein, kannst du nicht. Wir drücken Toxic. Sicher. Die liegen Rocks wahrscheinlich. Ja. Jo. Okay. Ist okay. Wir haben eigentlich jetzt. Können wir. Es ist schade, dass wir keinen Defog dabei haben. Weil ich glaube, wegen den Rocks verlieren wir jetzt und diese. Das schmeckt mir gerade sehr nicht. Der Lesse kommt halt jetzt. Ja, und Pinsir. Deshalb, dass dieser Toxic gemisst hat, ist gerade so scheiße. Weil sonst wären sie jetzt nämlich auf. Warte. 82%. Und ich glaube, ab dann hätten wir plus 2 Pinsir. Two-hitten können, ja. Dann hätten wir two-hitten können. Okay. Was tun wir jetzt? Sie sind wahrscheinlich Full Spediff. Manectric. Mega. Gehen wir jetzt in Skarm und fangen alles ab. Oder drücken wir Volt Switch, weil sie rausdoppeln. Könnten jetzt hier auch einfach auf. Gut, das fühle ich auch. Aber da kommt halt wie immer Vino rein. Ja. Hätte ich gesagt, die sollten auf. Ja, aber das hätte uns. Wir könnten halt aber auch jetzt auf Pinsir gehen, weil das Ding uns dann vielleicht auf eine Range haut. Besser auf eine Range für eine Salakbeere haut. Ja, was die Rock packen mich gerade sehr an. Wir könnten halt jetzt Pixie probieren, ne? Jetzt Pixie? Wir könnten halt jetzt Pixie probieren. Ja, die Rocks kacken mich gerade dermaßen. Weil wenn wir jetzt Stored Power drücken, wenn wir jetzt in Pixie gehen und dann Stored Power drücken. Aber wie viel macht das Ding uns bei Clef? 17 bis 21, so. Wenn wir jetzt in Pixie gehen, Stored Power drücken, weil wir sie nie machen, kein Damage. Ne? Mhm. Wir können halt auf plus 2 Stored Power. Ach, ist halt kacke. Der Move ist halt so kacke. Ich verstehe nicht, warum du Psychic nicht gespielt hast. Wirklich. Psychic ist Psychic ist auf plus 4 nicht besser. Alles gut. All Power auf plus 6 macht 30. Die haben Slack auf, die heilen sich dagegen. Obwohl, nee, die haben Toxic. Die müssen irgendwann raus. Eigentlich können wir jetzt in Pixie gehen. Bin ehrlich, wir können hier in Pixie. Ja, Magic Guard, das zeigen wir denen dann. Ne? Mhm. Aber es juckt. Wir hätten Rock mitnehmen sollen, merke ich gerade. Egal, wir gehen jetzt in Pixie. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was Xato als letzten Move hat. Was? Defog. Lass den Pixie gehen. Die haben nur Psychic als anderes Move. Skarm sieht gerade extrem nice aus. Sie gehen. Jetzt ja, wir sind nicht gerade. Wieso? Skarm ist gerade unsere Wincon geworden. Mhm. Ich sehe halt keinen Grund, warum wir nicht in Pixie gehen sollten. Wirklich? Was drücken sie jetzt? Earthquake oder rauswechseln? Wenn wir dann am Pixie drin sind, okay. Sind die halt draußen? In was gehen die dann rein? Irgendwas, was gegen Pixie verliert. Oder halt Xatu. Ne? Mhm. Ich denke, ich würde hier einfach auf Pixie gehen. Okay. Oder Xatu, ja. Ich bedauere gerade, dass wir kein anderes Set gespielt haben. Wir könnten halt trotzdem jetzt Stored Power stacken. Die haben halt 16 Roost, die haben noch 14 Roost. Wir haben halt mehr Softballs als die Roost. So, Xatu kommt jetzt halt. Ja, ich glaube, sie lohnen jetzt Teleport. Das könnte halt sein. Oh mein Gott, ich glaube, ich hab's gerade. Wir drücken Amnesie. Das ist erstmal safe. Ja? Also, einmal Amnesie können wir drücken. Ja. Sie drücken Teleport und gehen Kobalium. Das wäre gut. Oder den Vino. Vino wäre auch geil. Ich schreibe, er hat erstmal Rocks legen.
Schreib du mal. Warte, ich schreibe erstmal die Funk. Ah. Also, diese Toxic Miss und dieser Psychic Crit. Also langsam wird's hässlich. Ich würde gerade gerne mit Celestial einfach alles getoxikt haben. Ja, außer halt Zatu, aber... Ja. Halt, guck mal, ich denke mir halt nur so, wie viel Damage machen wir auf plus 6? 22, das macht nichts für... Wir machen nichts. Aber wir machen halt mehr als die. Müssen ja. Halt... Das heißt, wir können halt einfach Stored Power spammen. Weil wer weiß, wie viele AP Stored Power hat. Nur, ich weiß. Was? Was? Das hat zu wenig? Das hat ja. Doch mal 40. Hä? Eben. Oh, ich wünsche gerade, wir wären ein anderes Set. Ja, erstmal einmal Amnesie drin. Ah, bitte geh den Bisaflow. Oder drück Teleport. Du hast gedrückt, ne? Ja. Amnesie müssen wir. Das Set macht nichts gegen die. Ich hätte besser kalken sollen. Ja, ich hätte besser kalken sollen. Haben wir jetzt in die Situation, der Toxic hat gemisst, ne? Ja. Sonst hätten wir früher in Dings rausgehen können. Dann sind wir danach, wir hätten danach direkt in Pension, dann wären wir Full HP und hätten das Hot Sense und dann hätten wir, wären wir durchgegangen, ja. Cool. Maybe hat uns der Toxic Messias Game verloren. Wehe, ja. Weil wir hätten das Hot Sense, wir hätten nochmal das Hot Sense. Mhm. Wir hätten Koffer gekillt. Wir hätten Xatu gekillt, gegen Salakbeere. Wir hätten Vino nicht gekillt. Und daran wären wir gescheitert. Aber Vino wäre Chip. Vino wäre Chip gewesen. Aber weißt du, was mich gerade mega. Was gerade mega sasst mich? Mich sasst gerade mega, dass Vino zweimal Sleep Powder treffen darf mit 75 Accuracy und wir Toxic mit 90 missen. Das sagt gerade mit. Ah ja, aber wir dürfen noch nicht aufgeben. Wir dürfen echt noch nicht aufgeben. Welches Mon haben wir jetzt noch nicht gezogen? Also, mich regt jetzt auf. Nein, mach Timer aus. Nein, der Doch. Timer bleibt jetzt an. Nein. Der Timer bleibt an. Nein. DJ, wir machen keinen Timer. Doch? Nein. Dafür pressuren sie jetzt ein Nein. bisschen. Nein. Lass doch mal gemein sein. Nein. Wir haben den gemeinsten Kader der Welt. Nein, du Hund, hör auf. Ich verstehe mich mit Robin und Rudi gut und das bleibt auch so. Sie gehen raus in Vino. Wir sind in Vino gegangen. Ach je. Ist das nicht verdammt gut? Ja. Weil wir fucking. Ja. Die machen uns jetzt nicht mal Half-Life. Ja. Ich hoffe einfach, dass sie fürchten, einfach, dass sie Movement haben. Einfach nochmal Stored Power. Stored Power? Nee, ich meine nochmal Amnesie. Plus 6 Amnesie kann die 2 ja. Hitten. This is bad. Bitte. Bitte lass sie denken, dass wir Moonblast spielen. Bitte. 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 Und lass sie auf Kobalium gehen oder sowas. Bitte. Bitte. Oh, Sleeper, okay. Ist doch so ein Beschiss. Nicht Slot Power. Amnesie. Amnesie wieder. Ist so ein Beschiss. Jetzt müssen wir müssen nur lang. War das ein Schritt? Die sind offensiv. Ach, die sind so offensiv. Digga, es regt auf. Die sind halt ein Speed, die sind speziell offensiv, ja. Den Rest Modus. Ja, wir müssen jetzt hier auf Softboid gehen. Hat geklappt. Nochmal Softboid. Digga, vor allem wir wachen erst. Wir wachen jetzt schon zweimal bei der dritten Runde auf, come on. Jetzt drück trotzdem Softboard nochmal, wir müssen hochkommen. Ja. Ich drück ja. Wir müssen Sleep Powder mal missen.
Ja, das dürfen sie ruhig mal machen. Also langsam, finde ich, wäre der Mist schon so angebracht. Playoffs verdienen wie... Na, egal. Da. Ja, danke. Jetzt. Bitte. Bitte. Amnesie. Ja! Verdient, Digga, verdient. Absolut verdient. Ich schreib einfach was, okay? Ich habe absolut verdient geschrieben. Okay. Ja, überall meddernde Hexe noch. Okay. Bist du da? Ja. Gut. Nochmal Amnesie. Ja, oder? Schon, oder? Hallo? Ja. Wer ist da? Sollen sie ruhig tun? Wir das Softboyen jetzt, weil wir einen Turn wahrscheinlich. Oder. Distort machen wir mit Distort Power auf plus 4. Wir müssen halt auf plus 6 kommen am besten. Oh, wir drücken Konter. Wir drücken was sofort. Was willst du mit Distort senden? Was willst du drücken? Soft. Die können uns aber auch. Ja, ich weiß. Wir drücken hier trotzdem Konter. Obwohl. Nein, halt nicht den. Ah! Die töten uns halt hier nicht mit einem. Die könnten halt probably, wir könnten halt jetzt hier einmal Softball drücken. Und das hätte es dafür gemacht, auf plus 2 die zu killen. Und das hätte es dafür gemacht, auf plus 2 einzutanken. Wir drücken einfach wie Spam Konter ab jetzt. Okay, komm. Iron Head, bitte wach auf! Digga, es kann nicht dein Scheiß ernst sein. Dann drück nochmal Konter. Ja, bitte. Ja, aber sie müssen jetzt auf nochmal Iron Head gehen. Digga, aber das meddert gerade. Kobalion wäre jetzt tot. Kobalion wäre jetzt einfach tot. Ja, ja. Digga. Come on. Wieder dritter Turn. Come on. Was ist das? Jetzt. Was? Dude. Hölle. Ich bin nicht gut. Ich bin eine Dude. Wir gehen in Manectric. Müssen wir. Mein Gott, das Game ist so scuffed. Ja, also wenn wir verlieren... Ihr werdet so tot, Mann! Also wenn wir verlieren, dann können wir es... Also wie ehrenlos es gerade klingt auch. Wenn wir jetzt verlieren, dann können wir es wirklich auf die Hex schieben. Weil bisher... Also, dass sie halt diesen Sleep Powder gemisst haben. Ja, okay. Aber der Sleep Powder mismeldert nicht. Weil wir können auch beim ersten Mal aufwachen. Ja? Halt mehrere Male. Was wir aber einmal getan haben von viermal. Ey, unser Set funktioniert. Unser Set hätte perfekt funktioniert. Ja, tatsächlich. Weil jetzt hätte Stort Power vor allem mehr Damage gemacht. Wir hätten das Ding gekillt. Zwar wäre danach, Weavile gekommen, aber dann wäre Kobalion. Oder halt was so bringt Pixie uns hier eigentlich noch? Das stirbt, wenn wir es einmal reinbringen noch. Und ja, wenn ich einfach hier Softboy drücken, dann können wir einen Free Switch reinbekommen. Ja. Drück Softboy. Und rein zu kaufen, dass sie sich jetzt hier setupen. Was? Ja, oder stimmt, suchen. Oder dass sie switchen. Wo Switch? Das Ding ist halt. Ja. Ja, jetzt. Lucy bitte, Celeste. Dafür ist das Ding da. Celeste, komm. Dafür ist wirklich das Ding da. Flamethrower? Hier immer safe Flamethrower. Machen wir.
Wir sind Black Sludge. Das heißt, auf Dauer healen wir uns hoch. Könnten aber jetzt hier als Scarf sein. Was Scarf? Iron Head. Double Resisted oder so, oder? Ja, einmal nur. Ja, trotzdem. Wir sind sehr viel HP. Wenn jetzt hier Okaberry sind. Jetzt hier Okaberry sind. Okaberry sind. Also, es ist zwar real. Aber wenn die jetzt hier Iron Head drücken, können wir einfach gegen Vino Dings drücken. Uns töten lassen und Endeavor drücken. Ja. Ja, die kommen Iron Head. Den Scarf? Ja, nö, come on. Das ist. Flamethrower wieder. Ja, das ist so ein Beschiss. Das ist so ein Beschiss. Kopalio wird tot. Ja. Also langsam wird's echt lächerlich. Flamethrower bitte. Ja. Wenn jetzt noch einer kommt, ne? Wir müssen weiter Flamethrower drücken. Was soll ich sagen? Polizei Hamburg? Wir müssen hier weiter Flamethrower drücken. Kein Flinch. Das hätten wir schon früher machen. Flamethrower, das ist nicht dein Kack Ernst. Das ist nicht dein Kack Ernst. Min Roll. Moment. Sie haben 4 HP und wir gehen raus auf, keine Ahnung. Nein, wir müssen das stacken. Nein! Bruder Rocks. Drück Toxic. Drück dann Toxic. Also, ja. Eigentlich bei mir sogar safer Kill. Ja. Ich check's nicht. Ah ja, doch, nee. Wegen Scarf konnten sie es in HP packen, probably. Ja, aber... Wie viel brauchen sie mit Scarf? Ich guck mal, was das für ein Roller. Das war nämlich... Mega Manectric. Toy Scarf, wie viel war Mega... Ist Manectric wie schnell? Warte, ich guck mal nach. Mit Nectric Mega ist 405. Adamant? Kurz. 405 hast du gesagt, ne? Ja. 4, 8, 16, 32, 16. Ja. 4, 8, 16. Nee. 8, 16, 20, 24. 20, 32, 36. Guck mal nach, wie viel die spielen müssten. Anscheinend doch keine Minroll. War eine Midroll. Ja, war. Tatsächlich war sogar nur 25% die zu killen. Über 25% nur? Nein, bei uns. Hm. Ja. Wir haben eben uns entwickelt. Wie ich sag, wir müssen das noch mal Zack aufgeben, wir gehen jetzt ins Scam. Okay. Weil wir haben Rocky Helmet. Das Ding stirbt jetzt. Flinches mögen uns nicht. Okay? Vor allem Flinches. Flinches mögen Pixie nicht. Flinches mögen uns nicht. Ritz mögen uns auch nicht. Genauso wie Mrs. Und insgesamt können wir jetzt hier. Ist hier alles für den Arsch, gerade unser kompletter Gameplan. Das Einzige, was uns noch rettet. Ah, nee, warte. Sie haben Kofagris, sie haben Zatu. Weil wir hätten Kobalium beim ersten Schlag rausboxen können. Danach wäre Weaver gekommen. Kommt jetzt ein Band Weaver einfach rein und killt uns. Nee, wir sind schneller mit Robin. Ich meine jetzt den Scam. Was? Kommt jetzt einfach nicht ein Band Weaver in Scam rein und. Nicht. Na. Wir müssen immer noch dreimal Triple Axel treffen. Und wenn, weißt du, wenn die in Weaver gehen, bleibe ich drin.
dann bleiben wir Body Press. Und wir drücken Body Press. Weil also tatsächlich killen die uns nicht mit einem Knockoff. Ja. Aber das Geile ist. Oder mit einem Trip. Doch, mit einem Triple Exit killen sie uns auch nicht. Wir können aber immer noch gewinnen. Das ist so die Sache. Weil Scum stallt Vino, Scum stallt Hippo. I don't know, Scum, ob sie stolz auf diesen Spieltag sein können, ne? Sie nicht. Sie absolut nicht. Nein. Wir hätten jetzt noch einen. Wir hätten mindestens. Mindestens. Noch ein Full Life Celestial. Ich rechne gar nicht ein, dass Bisaflor vielleicht tot wäre. Oder so. Kann ja sein. Wir müssen ja, wenn Vino drin ist, drücken wir immer eigentlich Taunt. So. Und die müssen halt einmal gegen uns den fucking Sleep Powder missen. Und dann können wir einfach einen Free Brave Bird oder Roost bekommen. Das kommt Aggress rein. Ja, sie gehen jetzt in. Sie haben den Play schon mal gemacht, aber wie ich sag, wir müssen jetzt taunten. Sicher. Ja. Wenn wir jetzt getauntet werden und die auf Zatu sind, dann habe ich keinen Bock mehr, aber ja, mach. Nein, dann gehen wir in Robin. Ja, komm. Digga, ist aber so ein Müll. Es fing beim Toxic Miss an, es lief alles so gut. Und wir werden hier einfach komplett weggehext. Wirklich so komplett. Ja, wir hätten seriously gewinnen können. Mit dem Pinsir-Play. Weil Pinsir ist ja theoretisch gesehen immer noch full. Aber Digga. Es nervt. Vor allem Xatu macht nichts gegen Pinsir. Das müssen wir uns im Kopf behalten. Also Xatu kann nur Psychic und die killt Pinsir nicht. Bringt uns aber hoffentlich auf die Beere. Wenn nicht, dann. Naja, wegen den Rocks, wegen den Rocks vielleicht nicht mehr. Die Rocks zerstören den Pinsir-Plan. Und es bleibt drin, es drückt CM. Wir roosten jetzt hier. Wir gehen in Manectric. Cool. Ja. Okay. Oder wir können einmal roosten und dann in Manectric. Nee, jetzt dann. Sofort. Sofort? Warte. Ja. Wir outplayen sie vor halt so komplett die ganze Zeit. Ja. Also wirklich, wir outplayen halt wirklich so komplett. Das, wenn sie wenigstens predikten würden oder so, dann würde ich ihnen gönnen. Zum Beispiel, wenn sie drin geblieben wären, als wir Toxic gedrückt haben. Aber wir predikten die ganze Zeit. Ey, wir outplayen die halt komplett. Ja. Aber sie jetzt zum Beispiel auch der Taunt-Play wieder. Sie bleiben drin. Macht nichts. Flamethrower. Wie macht das? Wir müssen Hippo predicten. Oder jetzt Lucy Sack. Oder wir drücken. Ich will damit haben, dass wir Text gemacht. Ah ja, schön eine High Roll bekommen. Ja. Dank der High Roll. Töten jetzt auch zwei wahrscheinlich. Body Press kann nicht. Ja. Das Ding ist, sie kriegen das ja nicht tot. Nicht mit Gurgeist. Die kriegen es halt nicht mit Gurgeist tot. Wie bitte? Die kriegen es mit Gurgeist halt nicht tot. Ja. I don't know, ob hier der Lucy Sack jetzt der Play ist. Mach komm. Weiß ich auf. Wir könnten auch hier einfach jetzt auf Thunderbolt gehen, weil wenn dann Hippo reinkommt, gehen wir dann im Pinsir. Ist mir so egal. Dann werfen wir dann Lucy ab. Ja. Lass jetzt einmal auf Thunderbolt gehen. Ja. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es so sehr. Weil wenn das Ding noch angechippt ist, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Wir haben halt den CM dabei. Die können. Gehen auf Vino. Volt Switch und auf. Ja, Volt Switch. Volt Switch Lucy, oder? Müssen wir. Ja, das war's dann. Das Ding Sleep Powdert uns. Halt, komplett. Ja. Weil du Sleep Powdert. Oder wir gehen auf Gurgeist. Und Double dann. Volt Switch, Gurgeist. Lucy Sack Scam. Manectric.
Mega. Also jetzt wieder jetzt Gurgeist oder Jetzt Lucisec. Okay, komm. Weil sie ist drücken jetzt Sleepboarder eigentlich. Das Bomb. Ja. Schatzbomb sogar, okay. Okay. Hätten wahrscheinlich gekillt zu der Range. Oder haben Gurgeist predicted. Funktioniert jetzt hier Pinsir. Funktioniert Pinsir jetzt hier gegen Vino. Ich glaube, wegen diesem Investment. Glaube ich halt auch. Und wegen den Rocks. Ich glaube, wir verlieren hier das 5-0. Nicht 5-0. Doch. Ich glaube. Wir gehen jetzt einen kleinen Gamble ein. Wir gehen jetzt. Oh mein Gott. Lass mich tun. 30%. Oh. Wir müssen jetzt hier auf Sword Dance gehen. Ja. Weil wir können. Wenn Weavile keinen Ice Shot hat, was ich nicht sehe in dem Matchup, können wir auf jeden Fall einen Kill holen. Komm. Das müssen wir machen für die Differenz. Durch jetzt die Sword Dance. Wir werden diesen Hit überleben. Wir werden diesen Hit überleben und keine Poison bekommen. Es ist 30%. Es ist 30%. Sprich mit. Wir werden diesen Hit überleben. Nee, warte mal kurz. Stopp. Wir sind dumm. Es ist eine fucking 80% Chance. Du willst wirklich diesen Gamble eingehen? Ja. Okay, komm. Sword Dance. Vielleicht wechseln sie auch aus. Keine Ahnung. Ja. Wir werden diesen Hit überleben und keine Poison bekommen. Wir haben Zen Headbutt. Content. Ja, genau. Wir sind Zoroark. Specs Modest. Wenn sie irgendwie was nennen. Oh mein Gott, besser Content hier für die YouTube-Zuschauer. wir werden das nicht überleben und keine Poison bekommen. Wir können auch gerne rauswechseln, das würde ich auch fühlen. Weil nach plus 4. Außer sie gehen auf Xatu. Aber da leben wir nicht. Dann sind wir in der Range und dann töten wir alles. Ich glaube, wenn wir den Pinsir überleben, nicht sterben, was wir nicht werden, dann sieht es noch gut aus. Aber weißt du, was gerade meddert? Was ich gerade sehe? Ich glaube. Ja. Hippodan. Der könnte. Wir werden diesen überleben. Okay, schade. Ja, es ist so ein Beschiss. Es ist so ein Beschiss. Es ist so ein Beschiss. Ja. Wir müssen jetzt hier ins Gaum, oder? Ja. Wir müssen jetzt hier einmal roosten und Hoffnung, dass die nicht Synthese drücken. Oder nee, in Hoffnung, dass sie uns nicht sleep-powdern. Ja, dann hätten wir gewonnen. Außer wenn Weavile Ice Shot hat, aber glaubst du, die nehmen gegen Lamos, Milta, Pixie, Ice Shot mit? Wir hatten 56 in KP hatten wir. Wären wir schneller als Weavile gewesen? Ja. Die denken jetzt. Ja, wir hätten jetzt hoffen müssen, dass es keinen Ice Shot gibt. Und weißt du, was dann gemeldet hätte? Was? Weißt du, was dann gemeldet hätte? Der Poison Miss. Hätte dann gemeldet, wenn wir da Bisoflor tatsächlich gekillt hätten. Nee, aber wir hätten das Waffe gehen müssen. Doch, nee, sie haben recht, wir hätten das nicht gesehen. Oh.
perfekt. Jetzt gehen wir hier auf Taunt. Ja, hätten wir jetzt getauntet, Digga, dann wären wir in einer geilen Situation. Aber naja, wir drücken Taunt, wir hoffen, dass sie müssen. Ja. Wie immer. Weil. Ich sage, Ah, das ist ein GG. Wir könnten vielleicht. Wir können vielleicht noch einen Kill holen. Ja. Aber. Ich sag, die Hexe haben uns jetzt hier komplett gefickt diesmal. Ja. Die Hexe auf Pixie, erstens. Und dann die Hexe aufs. Also wirklich auf Pixie habe ich ja verstanden, dass man einmal flincht, aber danach auf Celestial. Erstens die Minroll. Wir wissen nicht, ob sie HP. Wer Speed Creep denn nicht auf einen anderen scheiß Scarfer? Come on. Macht doch niemand. Von daher, selbst mit dem. Hätte es auch gemeldet. Aber ich habe gerade mit plus 4 gekackt. Oh. Ja, wir hätten nicht mehr gewinnen können. Oh, plus 2 hätten wir Vino gekillt, wenigstens noch. Ja, Taunt kommt zu uns wieder. Ja, wir gehen jetzt in Gurgeist. Komm. Und drücken wir Brave Bird, weil wir predikten, dass sie teleporten. Müssen jetzt für den Brave Bird Crit hoffen. No shit. Okay. Oder? Einer. Crit. Ich spamme jetzt die Brave Bird. Ja. Wir müssen für den Crit hoffen. Ja. Das ist so lächerlich, es klingt. Sie haben Defog dabei. Ja. Wir wissen ganz genau, dass ihr Defog dabei habt und kein Heatwave. Wir wissen ganz genau. Wir brauchen nur den Crit an der richtigen Stelle. Killen zwei Psychics? Weiß nicht. Wir haben eh nicht. Wir sind. Wir drücken jetzt die Brave Bird nochmal. Wissen. Roost. Ja, nach dem Turn jetzt drücken wir Roost. Ja, sie stallen uns gerade einfach aus. Wow. Einmal Roost. Wow. Ihr seid so gut. Ihr seid so gute Spieler. Ding hat den Crit vorher. Punkt. Brave Bird. Ja, like it kommt. Nochmal. Warte, sie stormen Brave Bird aus, oder? Nee. Ja. Schon, oder? Crit! Crit! Wir roosten. Wir roosten. Nee, wir drücken nochmal Brave Bird. Nein. Doch. Wenn jetzt hier zeig ich drücken, ist das Ding tot. Wie deine Maxen. Nein. Max. Wie deine Maxen. Einfach roost. Wie... Bro, wir kriegen mehr wieder als die damit. Ja, wir hätten jetzt gekillt. Dann hätten wir jetzt noch ein 4-0 draus gekriegt. Ja, danke. Ich hab gesagt, wir müssen Brave Burden. Jetzt können wir Brave Burden. Nein. Sie drücken jetzt. Sie drücken jetzt Roost. Na komm. Und wir killen ihn hier. Dann gehen wir jetzt in Robin. Komm. Jetzt einfach in Robin. Wir drücken. Wo switch direkt? Ja. Müssen wir. Ja, hoffentlich können sie den Hippo oder nein, wir belegen Hippo mit Flamethrower. Okay. Hätten aber auch jetzt hier einfach top. Das kommt Vino. Ja. Drücken wir Vault Switch. Ne, wir drücken Flamethrower, dann ist mein Electric unser Sleep Fodder. Okay. Flamethrower. Wow, ja, toll, ihr habt ein Vino. Also vor allem dann auch dieses. Ja, das ist ja Fast Damage. Ja, und ihr habt halt eine Fähigkeit. Okay, ist klar. Crit. Drücken hier Brave Bird. Oh, ne, wir drücken Taunten hier, oder? Und wir drücken Roost. Okay. Oh, ich bin gerade salzig. Hey, Alter, was soll ich sagen, ne? Dieses ja. 5-0 ist halt absolut kein 5-0. Ja, das Match. Man muss vor allem sagen, sie hatten ein absolutes Matchup, weil ihr Team lebt von Switch-ins in ihren offensiven Kader. Mhm.
ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Roost. Sehr nice. Jetzt hier. Drück Brave Bird. Brave Bird. Wir drücken jetzt hier Go-Geist. Okay. Ja, Lul. Hä? Lul. Wer sind Sie denn? Wir drücken jetzt hier Poltergeist. Ja. War das irgendwas? Da drücken wir Willow. Oder? Nein. Oder Willow, ja man. Ich wollte. Ah. Oh. Schmeckt mir sehr. 13. Drücken wir Poltergeist? Bis wir sterben. Weil sie, wir können jetzt einfach. Wir können einfach. Weil Sludge-Bombe ist halt gerade obvious. Das ist, was ich glaube, jetzt einfach. Ja, natürlich. Ja! Also, Synthese. Ich sag einfach nichts mehr dazu. Nee, weißt du was? Wir drücken jetzt. Vor allem, weißt du was? Dank des Poisons leben wir noch. Nee. Wir müssen jetzt Poltergeisten. Ja. Ja, ja. Ich kann einfach aufgeben. Lass einfach Power Whip drücken. Das bringt nein, nichts. Deine, warte, ich deine. Nein, kein Strike. Kein Strike. Ja, Digga, das ist ein Differenz. Kein Strike. Ich möchte nicht. Nein! Doch, bitte. Nein! Du bist so lustig, wenn Skam jetzt noch irgendwas macht. Komm hoch. Nein! Doch! Nein! Wir haben noch einen Poltergeist nicht, nein! Ich hab keinen Bock auf einen Strike. Was jetzt? Was tun wir jetzt? Hä, was tust du da? Ich hab Poltergeist einfach gedrückt, weil mir scheißegal ist. Bringt eh nichts nein. mehr. Wir gehen jetzt einfach ins Skam. Drücken Dynamax, drücken Nein. Wenn du Dynamax, quitt ich die TPL. Punkt. Ich bin ehrlich, ne? Ich hab keinen Bock drauf. Lass mich, ich bin gerade salzig, ich will gerade Dynamax. Nein. Bär. Es ist Dynamax, meine Jungs. Oh, nochmal jetzt, Refbird, bitte. Nein, Roost, was machst du denn da? Du hast gedrückt. Ich hab nichts gedrückt. Einfach Bravebird, das bringt eh nichts mehr, vielleicht kritten wir. Nein, aber mit Roost können wir mehrmals angreifen. Ja, dann Rooster. Ich huste und rooste. Wir werden einfach gerade taunten können. Und sie komplett hops nehmen. Ich sag, Skam gewinnt noch das One-Hit-Wonder gegen alle. Skam so strong in dem Spieltag. Wir haben halt legit besser gespielt. Stimmt. Zuschauer, es tut uns leid, wir konnten euch leider keinen tollen Kampf bieten, wegen bestimmter Ereignisse. Aber overall machen sie gerade ganz komische Faxen. Drücken wir einfach Body Press hier. Ja. Hier, sie sind Ehrenmann. Oh mein Gott, sie sind Ehrenmann. Wieso sind sie jetzt Ehrenmann drauf? Sind sie jetzt gerade Ehrenmann drauf oder verarschen sie uns gerade? Die wollen uns ein bisschen trollen. Ja, wir gehen jetzt gleich in Xat, du. Warte, drücken wir jetzt Roost oder drücken wir Bravebird? Geht dann so ein TPA-Geschichtsbuch in so 100 Jahren? Bravebird, mach. Wirklich? Roost nehme ich einfach hier so lange. Nein, Bravebird. Roost. Jetzt Roost. Und dann Body Press. Stall vergisst Misplays. Ja, das ist einfach. Ja. Bravebird. Ah, natürlich der Crit. Dann kommt unser Crit.
Roost. Wir roosten hier. Nein, wir Body pressen. Nein. Doch, wir roosten danach. Na gut. Brave Bird. Vor allem ist es so lächerlich. Ja, ist es halt. Was ich sagen? Unedel ausstallen. Na, das ist deren Team. Ab jetzt ist es fair. Solange sie uns nicht komplett wegmachen, nochmal irgendwie unfair. Jetzt Brave Bird wieder. Das wäre super. Wir roosten hier. Ich will jetzt nicht angreifen. Real Verb? Ja, wir verlieren dann. Oder wir drücken Body Press. So. Wir haben noch Body Press. Nein, Brave Bird. Ja, Brave Bird meine ich ja, sorry. Immer noch nicht. Wir Brave. Wir roosten hier. Oder ne, da. Oder können wir hier noch einmal. Ne, wir müssen roosten. Was, wieso? Wenn wir jetzt hier Brave Birden, dann noch. Obwohl ich. Ich mach 19%, come on. Na komm. Jetzt müssen wir roosten. Ja. Oder greifen sie jetzt an? Ich werde noch einen Differenzpunkt rausholen. Sie werden angreifen, ich will roosten. Wir müssen das jetzt hier rausstellen. Wenn wir sie wegkritten, können wir sogar höher gewinnen. Wir müssen es soweit machen. Wir greifen erst an, sobald wir keine Roosts mehr haben. Punkt. Das ist der Plan. Na gut. Wenn sie meinen. Brave Bird. Wie viel Body Press gemacht? Wenig. Brave Bird. Ja, aber ich probiere gerade. Kill Body Press mit Brave Bird. Noch einmal. Also den, zweimal den Crit schon bekommen auf uns, ja. Nochmal. Was machst du da? Ich will gucken, wie viel Body Press noch. Egal, wir drücken jetzt hier Brave Bird. Die roosten sogar jetzt. Wir haben immer noch den Crit nicht bekommen. Mit dem Roost. Ich klick das jetzt einfach hier durch, es bringt halt nichts mehr. Wir müssen jetzt hier den Crit bekommen. Wir haben noch zweimal Roost, sie haben noch zweimal. Ja. Wow. Ja, die Sturdy ist jetzt weg, wow. Sturdy bringt uns nichts. Drücken wir Roost, dann haben Brave Bird. Jetzt Roost. Versuchen halt wirklich auf Differenz zu gehen noch. Also zweimal Brave Bird. Ja. Jetzt nochmal. Ja, wir werden jetzt. Ja, das war's. Was? Resten nochmal. Funny. Drück mal nochmal Brave Bird. Vielleicht crittet's. Warte, für Dispels breaken die einfach. Junge. Ja. Ich will gar nicht die schreiben, um ehrlich zu sein. Aber wir machen's mal. Well played kann ich halt nicht sagen. Punkt. Nee, kein Talk. Ich habe gerade keine Lust auf Talk. Ich will einfach nur schlafen. Leute, da wir immer noch an YouTube sind. Ja, wird ein XXL-Video, wird ein Abfuck-Video für mich. Insgesamt zu schneiden das nochmal. Ich werde es einfach uncut so hochladen. Ich muss einfach Musik reinhauen. Ja, wir machen eine Abmod, ja, wird halt nichts mehr für mit den Playoffs, war vielleicht, keine Ahnung, es war's mit dem ersten Platz vielleicht, wir werden in den Playoffs was ändern müssen. Min, also, ich sage jetzt, was der Stand ist, also, die Chancen auf dem ersten Platz sind gerade massiv gesunken,
da Hexosid und Pyondrage zweimal verlieren müssen im nächsten Spieltag und wir zweimal gewinnen müssen, damit wir Platz 1 kommen. Jo. Ansonsten, Playoffs sind eigentlich sicher, weil wir werden die nächsten Spieltage abräumen. So ist das nämlich. Mhm. Und weißt du was? Im Playoff-Draft werden wir uns alles holen gegen Koffer Grigis und gegen Mega Duperflop. Und dann werden wir einfach im Rematch. Ach Gott, ja. Auf jeden Fall. Also, ich bin ehrlich. Wir sollten das Video jetzt hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann Real Talk machen und ciao. Tschüss.